Frisch gestärkt machen sich die Brüder daran, den neuen Teppich zu verlegen. Moment, langsam umdrehen. Ja, so ist es gut. So, das kannst du festhalten. So. Und das muss er gerade anlegen. Ja, aus dem Gang und zieht und der andere hilft mit. Uwe, nicht so schnell. Ja, da ist er dicke Gründe. Ich glaube, ich gehe am besten mal hier weg erstmal. Ja, ich glaube auch, Mann. Der muss aber da weg, der Grünteil. Ja. Und außerdem müssen wir hier achten, es ist das Fernrohrsystem. Die Rolle kommt da raus, dann haben wir nachher von der Wand 5 cm entfernt. Ja, genau. Da musst du es zusammenschieben, Uwe, richtig? Mini, zieh mal die Kabel ab. Ich hab. Manni, komm gucken. Da nimmt dein Ding mit. Nee. Muss hin, ist hin, kommt hin. Ich nehme nur das mit. Kommt so. Hin. Ja, habe ich reingeschoben. Jetzt guck trotzdem mal. Wenn ich was brauch, melde ich mich später. Komm hin. Ja. Und dein Zeug, mein Günther. Da muss er mich nicht rausstellen. Hier lässt er mich einfach mit deinem Ding da stehen. Ja. Sogar das Telefon dann nehme ich. Nein, gar nichts. Nur sind einfach der raus. Telefonist, der nicht telefonieren will mehr. Ja. Hast du schon sowas gesehen, Uwe? Ja. Dann müssen wir mal gucken. Machen wir das am besten. Ach, Quatsch. Das kann man auch noch bücken. So. Irgendwie sieht das irgendwie, sieht das aus nicht mehr wie ein Teppich. Das ist irgendwie eine. So. Nicht auf dem wie eine Wüstenlandschaft. Die ist auch so gewölbt wie ein Sahara. Sahara. So, Manni. Ja, was ist? Uwe, komm mal her. Geh mal hin. Dann nimm mal hinten den Teppich etwas drüber. Die sind hier. Den kompletten. Ja. Soll ich bei dir hinten hinkommen? Ja, komm mal her. Ich darf nicht auf die Spitzen treten, dann ist er kaputt. So ist es. Weil jetzt muss hier die Kante. Manni? Ich muss nach hier. Ich gehe auf die Seite, du gehst auf die andere Seite. Wir machen noch etwas höher, wie Uwe gesagt hat. Außerdem. Wir ziehen nur ein klein wenig, Uwe. Wir wollen gar nicht abschneiden. Was? Für ein Golf 3. Wie sieht das überhaupt aus, erstmal für Golf 3? Der Teppich bleibt so, wenn das ist. Das sieht schön aus, aber das ist da. Das bleibt so. Bleibt so. Ja, ist egal. Golf 3, 1300, da ein Anlasser. Hat er einen alten ausgebaut? Nein. Ausbauen. Ja. Als Muster mitbringen. Als Muster. Bitte, so liegt das schon mal richtig. Aber wir schneiden schon das Stück für diese Ecke ab. Ja, aber dann Uwe wir dann hat auch recht ein Stück länger dran. Das lieber 6 cm länger dran. Ja, ich bin dir, Uwe. Du kannst mal Knick haben, noch Knickhammer hinlegen. Uwe, hier so viel, oder? Ja. Ja, ich würde noch ein bisschen mal. Das spielt keine Rolle, weil es fehlt. Das ist sowieso der Hüt so hoch. Okay, bis 17 Uhr. Tschö. So, Manni, ich halte mal hier jetzt ein bisschen höher. Manni, hier, erst hier rüber. Gerade bist du raus, hier rüber, ja? Darüber. Wie soll ich das deine machen? Ecke Manni, gerade. Meine Ecke hier rüber. Das ist gut, ich mach das schon mit. Das war richtig, was der Uwe gemacht hat. Drüben das gleiche Pillar, dass der Knick rauskommt. So wegziehen, hier der Knick in der Mitte muss es weg. Das sieht besser aus. Einen Moment bitte. Für Günther bedeutet die Renovierung im Hause Ludolf vor allem eins. Lange Wege. Oh mein Gott. Da geh ich jetzt nicht rein. Ja, so geht das. Ja, sie ist echt gut. Ja, so, da liegt er schön in der Ecke mit dem Überlach. Und hier kann man nicht reißen. Wenn ihn nicht reißen, da reißt du durch. Ja, der fällt von selber ab. Der ist momentan sehr beschäftigt. Runterlassen, nicht hoch, nicht runterlassen. Ja. So runterlassen, dann muss man viel tiefer runter. Den Teppich nur hängen lassen. Nichts ich lasse ihn schon einfach hängen. Einfach nur wie eine Rolle machen. Einfach ist hängen. Ist sollen wir nicht einfach schon abschneiden? Ja, später Nachmittag mal. Okay. Tschö. Das war so und das bleibt so. Die ändern sich nie. Und das kenne ich gar nicht anders. Wenn die was machen, der hat recht. Wir machen das so rum, Und was normalerweise in einer halben Stunde erledigt ist, das dauert den ganzen Tag. Da kann man sich nur so die Ohren zuhalten und denken nur flüchten. Und das ist das Beste. Uwe, wo soll ich das halten? Ja, zu mir hin. Ja. Gut, hier vorsichtig. So, ich würde sagen, jetzt machen wir hier ein Stück abschneiden. So, Uwe, das von unten lang. Kein Problem. Das ist besser. Aber ich kann es hochheben. Dann müssten Sie leider noch mal später anrufen. Die ist jetzt momentan so beschäftigt. Sehr gute Arbeit, Jungs. Und guten Augenmaß. Für dich. So. Wenn man so richtig betrachtet, haben wir müssen uns doch echt loben, Uwe. Also, gute Arbeit. Ich finde das klasse. Jungs, ja?
Gute Arbeit, Uwe. Mhm. Gute Arbeit, mein Kleiner. Wir haben uns selber übertroffen. Revolver-Rekeller. Sieht wieder ordentlich aus hier. Haben wir gut gemacht. Haben wir super gut bekommen. Jungs, ja? Es ist schön, dass wir renovieren. Sehr gut, ja. Aber auch, dass die Firma weitergeht, werden wir doch arbeiten, oder Jungs? Wir haben doch gearbeitet. Ja, aber nur mal fürs Draußen. Okay, dann komm, lass ihn mal. Bis daher, Jungs. Ruhe. Wir haben ja gut geschafft, meine ich. Wir haben den Teppich komplett reingelegt. Aber kannst du bitte den Peter helfen bei Einräumen? Weil wir schlachten doch. Teppich verlegt, alles fertig. Und jetzt wollen wir draußen schaffen. Immer mit der Ruhe. Der Kleine kommt nicht durch. Sie hat die Füße wund gestanden. Lass den Armen, der macht seine Pflichten. Helf dem Peter ein bisschen einräumen, wir gehen draußen schaffen. Ja, komm mal, lieber selber arbeiten. So, bis nachher dann, Günner. Günther, wenn du rauchst, passe auf. Hier, nichts auf dem Teppich, der ist neu. Ich muss dir einen Aschenbecher holen. Komm. Da hol mal. Aber drauf gehen darf ich. Ja. Echt? Das ist gut geworden.